Puh. So, meine Freunde, los geht's. Aufgepasst, meine Reseller, was geht? René hier von Reselling mit Kopf. Freut mich total, dass ihr heute dabei seid zu unserem allerneuesten Video. Und heute ist der zweite Teil in der eBay-Reihe, wie du vom Anfänger zum Profi-Reseller wirst. Das erfahrst du alles in dieser eBay-Reihe und ich mache auch noch das Selbstexperiment. Ich versuche mich in der Trading Card Game Nische und in der Brettspiel-Nische beziehungsweise in der Nische, wo man halt ja, Familienspiele verkauft, Kartenspiele und so weiter. Diese zwei Nischen waren mir bis dato eher unbekannt. Ich hab's ab und an verkauft, weil ich einfach einen richtig heftigen Deal mal bekommen habe. Da habe ich es dann einfach verkauft, aber ich kenne mich nicht so gut in diesen Nischen aus und ich will euch zeigen, man kann trotzdem so einen ja, fünfstelligen Umsatz damit generieren. Wie das Ganze funktioniert, das werdet ihr alles Schritt für Schritt in dieser Reihe sehen. Wer das erste Video noch nicht gesehen hat, bitte schaut es euch vorher an. Das ist sehr, sehr wichtig, bevor man überhaupt irgendwie zum Verkaufen anfängt. Das erste Video habe ich euch unten gleich ganz oben verlinkt. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, meine Freunde, sehr, sehr wichtige Dinge, sehr, sehr wichtige rechtliche Dinge, dann checkt das definitiv aus im ersten Video. Sehr, sehr wichtig, meine Freunde. Um was wird es heute in dem Video gehen? Ja, wir besprechen Lagersysteme, wir besprechen Versandkosten, wir besprechen den ganzen Prozess, wie das am besten abläuft. Wenn ich jetzt eine Ware bezogen habe, wo man die Waren herbekommt, habe ich euch im letzten Video schon ein bisschen gezeigt, die bei Kleinanzeigen und so weiter. Da habe ich auch erwähnt, dass man dort Ankaufsanzeigen schalten kann und so weiter. So bin ich auch zu meinen Karten gekommen, aber dazu komme ich gleich nochmal als Wiederholung. Aber wir schauen auch, wenn das jetzt kommt, welche Schritte soll man durchgehen, dass man es auch beim Verkauf wieder findet, dass man nicht jedes Stück 10-mal angreifen muss. Das kann ich euch auch in der Spielernische zeigen, weil sehr, sehr viele dort drin sind und weil ich mich dort besser auskenne. Und ja, ich habe mir auch schon ein Lagersystem hier vorbereitet für meine Karten. Auf das gehen wir dann auch noch ein, wie ich mir das gedacht habe. Und das würde ich natürlich euch auch raten, wie man einen Versandpreis kalkuliert, auf was man dabei achten muss, welche Preise man nimmt, ob man jetzt einen Preisvorschlag nehmen soll, ob man keinen Preisvorschlag nehmen soll und so weiter. Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, euch wird es freuen. Und jetzt habe ich noch eine ganz kleine Bitte an euch. Ihr könnt mir auf Instagram folgen, um den ganzen Einstellprozess, um Stories live in der Nacht zu sehen. Wir haben schon wieder mitten in der Nacht, okay, mitten in der Nacht nicht, das ist erstmal 10 nach 11. Ich bin jetzt hier noch am Einstellen. Ihr seht schon meine super schönen Karten und mein, ja, mein Lager sozusagen, habe ich hier alles vorbereitet. Ich muss natürlich noch listen. Und ja, folgt mir einfach auf Instagram. Wenn ihr keinen Account habt, dann erstellt euch einfach einen mit einer Fake-E-Mail-Adresse, mit irgendeiner E-Mail-Adresse, die ihr nicht braucht. Gebt kein Foto rein, folgt mir dort einfach und dann könnt ihr auch die Stories ansehen. Weil manche halt fragen, manchmal erwähne ich auch in einem YouTube-Video irgendwas, was ich auf Instagram gemacht habe. Das ist zwar blöd, aber mir, ab und zu passiert es mir. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da einfach, ja, wenn ihr mir da einfach folgt und mich begleitet, könnt ihr mir dann auch schreiben, wir können ein bisschen chatten oder ihr könnt auf die Stories reagieren. Das würde mich natürlich freuen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und jetzt fangen wir direkt mit dem ersten Teil an. Ich zeige euch, wie das Ganze abläuft. Ich freue mich total, beziehungsweise zeige ich euch auch, was ich alles bekommen habe. Also, das ist nicht gerade wenig. Und hier habe ich noch was. Und überall hier sind noch Karten. Ich freue mich total, wirklich. Es macht mir enorm Spaß, wie ihr sehen könnt. Und bleibt natürlich bis zum Ende dran. Da gibt es noch eine kleine Überraschung. Wir sehen uns. Bis gleich, meine Freunde. So, meine Freunde, ich hoffe, man sieht hier alles. Ich stehe hier gerade an dem Platz, wo der Kollege von mir immer einpackt. Es sind auch schon sehr, sehr, sehr viele Schnitte hier. Er packt immer alles zusammen. Das ist sozusagen unser Versand. Da macht er alles, da hat er seinen Platz. Ihr hattet die ganzen Kartons hinter der Kamera. Ich habe die da jetzt draufgestellt. Und hier hinten ist noch lauter Nachschub, also hinter mir. Also hier ist eigentlich nicht mein Bereich, aber ich will es euch jetzt ganz kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Was soll man machen, wenn man einen Wareneingang bekommt? Wie kann man das, wenn man noch kein Lagersystem hat, sehr, sehr gut machen? Am Anfang ist es halt einfach so, okay, dass am Anfang interessiert es dich einfach nicht, wenn du 10 Artikel bekommst, wenn du 4 so Spiele bekommst. Okay, die lege ich jetzt chillig wohin. Und ich weiß genau, wo die sind, aber wenn es ein paar hundert verschiedene sind, dann wird es schwierig. Außerdem gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, die man beachten sollte, um einfach schneller auf eBay zu listen. Und wenn ihr noch keine Listing-Tools habt, dann kann ich euch da gerne jetzt weiterhelfen. Zum Verkauf kommen wir im dritten Teil. In diesem Teil geht es einfach nur um Lager, Versand, Versandkosten, perfekte Lagerung, gute Einstellung. Also so mal das zweite. Im ersten Teil ging es um rechtliches, im zweiten Teil um rechtliches, Shops und Wareneinkauf. Und hier sprechen wir einfach um die Lagerung, wie gesagt, wie man das am besten macht. Im nächsten Teil mache ich auch noch einen Live-Einkauf, wenn ihr wollt. Wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, dann können wir live auch nochmal einkaufen, weil das habe ich letztens erst angeschnitten, aber ich finde in dem zweiten Teil, wenn man jetzt schon Ware bekommen hat, wie sollte man das am besten jetzt verarbeiten. Wir haben hier so ganz einfache Körbe, die gibt es überall sehr, sehr günstig. So haben wir das am Anfang auch gemacht. Und ich nehme mal zwei. Wow, was ist denn das hier? Hier haben wir noch ein paar Arbeitsspeicher und ein paar Spielecodes. Minecraft, Fortnite und
Sea of Thieves. Thieves, ja, Liebe. Könnt ihr euch gerne ziehen, wenn ihr wollt. Der als Erste kommt mal zuerst. Ich hoffe, ihr könnt die Code sehen. Also das ist mal der Main. Das ist mal dieses Game. Das haben wir hier noch. Fortnite könnt ihr auch haben von mir aus. Für die Xbox ist das. Und hier haben wir noch ein Minecraft-Spiel. Ich hoffe, man kann es sehen. Ich schreibe es sonst in die Beschreibung. Könnt ihr euch ziehen. Brauche ich nicht. Auf jeden Fall waren die dann noch in dem Korb drin. Wir haben hier zwei leere Körbe. Und sagen wir mal, wir bekommen jetzt ein Paket, weil wir uns Spiele bei Kleinanzeigen gekauft haben. Und in dem Paket sind jetzt verschiedene Spiele drinnen. Sagen wir mal PlayStation 3. Wir nehmen mal einfach nur zum Beispiel PlayStation 3. Das kann man natürlich mit jedem machen. Das ist ein über 18 Game, was ich hier habe. Und das ist ein unter 18 Game, was ich hier habe. Das ist mal der erste ganz, ganz wichtige Tipp. Nehmt dann den Korb und sortiert die Spiele nach über 18 und unter 18. Das ist mal sehr, sehr wichtig. Natürlich von der Kategorie gleich, PlayStation 3 zum Beispiel, unter 18, über 18. Ihr wisst, was ich meine. Dann habt ihr mal einen ganzen Korb voll und hier auch einen ganzen Korb voll. Dann geht ihr mit dem ersten Korb, kommt drauf an, wie viele Spiele ihr habt, mit dem unter 18 Korb geht dann zu eurer Fotobox und macht dann die Fotos von den Artikeln. Und dann müsst ihr nämlich bei eBay das nicht umstellen. Das ist enorm wichtig, sonst müsst ihr das immer hin und her stellen. Weil bei über 18 müsst ihr natürlich den Disclaimer reinschreiben und ihr müsst den Versand anders machen. Also ihr müsst den Versand per DHL Altersprüfung machen. Das zeige ich euch dann ganz kurz noch, wo ihr das einschreibt, beziehungsweise was ihr da nutzen müsst. Das müsst ihr natürlich machen und ihr müsst einen Disclaimer auch reinschreiben, wenn ihr über 18 Spiele verkauft. Da gibt es nämlich sonst eine Sperre, beziehungsweise eure Spiele werden rausgenommen und es ist enorm nervig, wenn ihr 300 Spiele gefühlt einstellt. Und dann werden sie am nächsten Tag rausgenommen. Und die unter 18 Spiele, da habt ihr weniger Probleme. Die würde ich mal als erste nehmen und einstellen. Da braucht ihr das mit der Altersprüfung nicht machen. Das könnt ihr dann einstellen. Also ihr nehmt euch zwei Körbe, sortiert die Spiele über und unter 18. Und geht dann mit dem ersten Korb, wenn ihr nur einen Korb habt, keine Ahnung wie viele ihr da habt. Wir hatten da mal 40 oder so. Geht ihr dann zum Fotografieren, wenn es gebrauchte Spiele sind. Bei Neuwaren, wie bei denen hier, kann man auch das Bild vom Hersteller nehmen, wenn man nachfragt, beziehungsweise wenn es erlaubt ist. Da muss man halt auch schauen. Zur Not macht man auch lieber Fotos, aber die sind halt noch verschweißt, wie ihr hier seht, und da spiegelt es immer enorm. Oder man schaut halt einfach, wo man die Fotos herbekommt. Aber hier bei den Gebrauchten würde ich grundsätzlich selbst Fotos machen, weil man halt einfach, ja, hier seht ihr, da ist irgendwas drauf, dann vielleicht ist die CD angemalt oder irgendein Schrott ist einfach, und deswegen würde ich die dann einfach immer selbst machen. Natürlich, jetzt sagt der ein oder andere, okay, ich habe aber die Spielenische gar nicht. Was ist, wenn ich jetzt eine Kartenspielnische habe? Wie ich jetzt. Okay, dann habe ich mir hier sowas zugelegt, beschrifte die alphabetisch und sortiere die Karten erstmal vor in die verschiedenen Seltenheitsstufen, dann alphabetisch, dann mache ich die Fotos und dann stelle ich sie auch ein. Also ich überlege mir natürlich auch hier ein System, um das schnell abzuhandeln. Das würde ich mir ganz genauso bei, was weiß denn nicht, bei Lego haben wir natürlich auch ein System, aber da ist viel, viel einfacher. Natürlich sind da manche Fotos nicht einfach, da müssen wir wieder vom Hersteller die Fotos suchen, weil wir können nicht jetzt so ein Lego Pirates of the Barracuda irgendwie in die Fotobox zwängen, wenn die Fotobox nicht passt. Wir haben eine größere Fotobox, aber das bringt man auch nicht so gut hin, wie wenn man einfach die Herstellerfotos bekommt. Da würde ich dann nachfragen. Grundsätzlich schaut immer, dass ihr ein Lagesystem habt und denkt euch, welche Schritte sind notwendig, um einfach das schnell abzuhandeln. Das ist enorm, enorm wichtig. Da habe ich die Handgriffe, habe die Spiele drin, mache die Fotos, gehe zum Einstellen, stelle sie ins Regal, beschrifte die noch PS3 unter 18, that's it. Dann habe ich den nächsten Korb und so weiter. Wie gesagt, hier sind auch noch irgendwelche Arbeitsspeicher drin. Ja, okay, der Korb ist irgendwie nicht geleert worden, bevor er zurückkam ins Lager. Aber egal, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt das verstanden, meine Freunde. Wenn man einen Artikel hat, ist alles easy, aber wenn man 100 hat, man muss immer dann mal 100 rechnen. Und deswegen, ja. So, meine Freunde, jetzt seht ihr die Fotobox kurz hier, weil einige gefragt haben, okay, wie sieht so eine Fotobox aus, wie funktioniert das Ganze. Hier würde noch meine Kamera stehen, hier vorne, aber ich filme halt gerade mit der Kamera, mit der ich sonst auch die Fotos mache. Ich will natürlich auch nicht zu viel Geld ausgeben und deswegen habe ich nicht extra eine Fotokamera und eine Filmkamera, sondern mache alles mit dieser wunderschönen Kamera. Jetzt, was will ich euch noch kurz zeigen, hier haben wir wieder unseren super nicen Korb mit den ganzen Spielen. Den stelle ich mir halt daneben hin und dann stelle ich mir das Spiel beispielsweise hier. Kann sehen, genau. Stelle ich mir dann die Fotobox, hier vorne die Kamera hin und fotografiere das einmal so, also hier ist keine Beschreibung dabei, und einmal so. Und dann weiß ich auch, dass keine Beschreibung dabei ist, weil ich das Foto habe. Ich weiß, dass die CD drin ist und ich habe alles gecheckt. That's it. Ich mache drei Fotos davon. Auf der Speicherkarte sind die dann immer schön gereiht und die kann ich dann nach und nach einstellen. Einiges fragen sich natürlich jetzt, ja René, wenn ich das Ding jetzt so reinstelle,
Das fällt natürlich um, das hält doch nicht. Oder hinten oder irgendwie so. Ihr wisst natürlich, was ich meine. Es gibt ein paar Varianten, ein paar sehr, sehr witzige Varianten. Ich habe zwei vorbereitet, die ich euch zeige ganz kurz. Die erste Variante finde ich sehr, sehr cool. Ich habe euch den Link zu dem Teil auch unten in die Infobox gepackt. Es gibt mehrere verschiedene von den Figuren. Wir haben hier einen Joker einfach. Und beispielsweise hier kann ich dann die Karte reinstellen. Ich hoffe, man sieht das sehr gut, weil ich filme von der Seite rein und es spiegelt ein bisschen. Und dann könnte man das von dieser Seite fotografieren. Sieht sehr, sehr gut aus, echt professionell. Der Joker hält sozusagen die Karte. Kleiner Tipp, schreibt bitte rein, dass der Joker nicht dabei ist. Ihr werdet lachen, aber glaubt mir, mich hat schon mal einer gefragt, und wo ist jetzt mein Joker? Und da dachte ich mir auch, okay, bitte. Also das wäre mal die erste Variante, kostet ungefähr 20 Euro das Teil. Kostet halt was, das ist die erste Variante. Die kostenfreie Variante, jeder von euch hat ein Handy. Und wenn ihr die Schachtel nicht weggeworfen habt, dann müsstet ihr die Handyschachtel noch haben, so wie ich hier. Dann stellt die rein und wenn ihr jetzt das Spiel hier so nehmt, dann sieht man das. Von der Seite seht ihr jetzt noch, aber von vorne sieht man das nicht. Dann kann man das so machen, dann kann man das so machen und natürlich auch so machen, ohne dass das Ding umfällt. Und von vorne sieht man die Handyschachtel nicht. Wenn man das jetzt mit Yu-Gi-Oh! Karten machen will, würde das auch funktionieren. Man kann es entweder die erste Variante, man stellt so hin und man fotografiert direkt von vorne drauf, dann sieht man oben das iPhone auch nicht abgebildet. Oder man kann das Ding einfach umdrehen und so machen und das dann vor das iPhone stellen oder einfach auch so, je nachdem wie man das halt machen will. Und wenn ihr kein iPhone habt, natürlich geht es mit einer Samsung-Schachtel auch. Und so funktioniert das Ganze auch sehr, sehr gut. Das sieht echt cool aus, weil man sieht oben das iPhone nicht, aber diese zwei schwarzen Flächen sieht man und die Karte wird extrem cool hervorgehoben, wenn man dann drauf fokussiert. Denn ihr braucht jetzt auch keine Kamera kaufen, sondern man kann das alles mit einem Handy auch machen. Wie gesagt, da hat man halt zwei Varianten. Bei einem Modul genau das gleiche. Ich habe zum Beispiel hier ein so ein Modul, stelle ich einfach hier vorne hin. Also ich wische natürlich die Schachtel schön ab, dass kein Staub drauf ist, der verdeckt schön den Apfel vom Apple. Ich fotografiere vorne schön drauf und habe das perfekte Bild. Kann das sogar noch so schneiden, dass es aussieht, wie wenn es vor einer Wand steht. Und das alles mit einer ganz billigen Hand, also billig nicht, aber mit einer normalen Handyschachtel, meine Freunde. Wie gesagt, man muss einfach nur ein bisschen logisch denken und dann kommt man auf sowas drauf. Und so fotografiere ich halt die ganzen Spiele durch oder was auch immer ich habe und sortiere es dann sofort, nachdem ich fotografiert habe, sortiere ich es ins Regal ein. Dann habe ich nämlich meine ganzen Informationen, die ich brauche und dann kann ich das nach und nach listen. Puh. So meine Reseller, ich hoffe das kleine Video hat euch bis jetzt gefallen. Ich fasse jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was wir in Anführungszeichen in diesem Video schon gelernt haben, damit es einfach nicht so unübersichtlich wird, bevor wir dann uns die Verpackungsmaterialien ansehen, uns anschauen, was eigentlich die Verpackung mit unserer Nische zu tun hat. Da gibt es einen Zusammenhang. Dann zeige ich euch noch bei Hermes direkt, ich nehme einfach Hermes, kann man bei jedem natürlich machen, wie man sich so eine klebbare Etikette, sage ich mal, damit es jeder versteht, druckt, wie das Ganze funktioniert, wie man auch noch Geld spart bei Hermes, das zeige ich euch gleich im Anschluss. Aber jetzt fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, wie soll das Ganze ablaufen beim Wareneingang. Natürlich sortieren, nicht nur bei Spielen, natürlich auch bei Karten. Wenn ihr Lego macht, würde ich auch sortieren, Speed Champions und so weiter. Neuware, Gebrauchtware, wenn ich Einzelteile habe, dann suche ich mir irgendwelche Behältnisse, um das einfach sehr, sehr gut zu machen. Dann gehe ich mit den Boxen zur Fotobox, mache die Fotos, dann sortiere ich es wieder in die Schütte zurück, dann geht es ins Regal. Und natürlich, wenn man jetzt ein riesen Lager hat, dann braucht man auch noch ein Regalsystem, wo man einfach am Computer schauen kann, okay, in welchem Regal ist welcher Artikel, aber das wird bei 99% nicht der Fall sein, deswegen erwähne ich das gar nicht. Wie stelle ich jetzt das Ganze bei eBay ein, damit es schnell funktioniert und ohne irgendwie Powerlister-Tools und so weiter? Da habe ich euch unten in der Infobox ein Video verlinkt, wo ich das schon mal erklärt habe, ganz genau, wo ich es einfach gezeigt habe. Live habe ich auch so Spiele fotografiert eingestellt. Genau, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, habe ich da gemacht, habe ich unten verlinkt. Wäre jetzt sinnfrei, wenn ich es nochmal machen würde, wenn ich eh schon ein Video dazu habe. Also schaut einfach in die Infobox, meine Freunde. Und ich hoffe, wie gesagt, dieses Video hat euch bis jetzt gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ich mache mir echt immer enorm viele Gedanken, um das einfach so einfach wie möglich zu machen. Ich kann es euch sogar zeigen hier. Ich habe halt hier sogar eine Liste, wie ich es am besten abarbeite, wirklich, dass einfach verständlich ist. Weil für mich ist manches so verständlich, wo ein anderer sagt, was labert der Typ da? Weißt du, was ich meine? Also wisst ihr, was ich meine natürlich. Und deswegen, ich schreibe mir da immer vorher eine Stunde was zusammen und hoffe dann, dass ich es so gut wie es geht rüberbringe.
Und ja, wenn es euch gefällt bis jetzt, würde mich echt über einen Daumen nach oben oder über ein Abo natürlich auch freuen, weil es die Reihe geht weiter. Das ist jetzt das zweite Video von 7 bis 8 großen Videos, die geplant sind. Also da gibt es noch einiges. Da werden wir auch Sales sehen, da werden wir auch Live-Suche sehen. Beim nächsten Video wird es eine Live-Suche zum Beispiel geben. Und ja, da würde ich mich einfach über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt genug gelabert. Jetzt gehen wir raus zum Versand und da zeige ich euch, wie gesagt, welche Zusammenhänge das gibt. Dann gibt es wieder was zum Computer und es gibt noch einiges weiteres, wirklich was spannend für euch ist, weil solche Dinge, wie gesagt, so zusammengefasst, so komprimiert, habe ich eigentlich auf YouTube noch nirgends gefunden und ich bin stolz darauf, dass ich euch das anbieten kann und dass ich gebe es euch wirklich liebend gern weiter. Ich mache das echt mit Leidenschaft. Ich hoffe, man merkt's. Und ja, jetzt schauen wir raus. Jetzt trinke ich nochmal ein Schlückchen von meinem super Kaffee und dann sehen wir uns. Bis dann. So, meine Freunde, ich hoffe, ich zittere jetzt nicht zu sehr. Und es ist nicht so blöd zum Anschauen, aber ich kann es jetzt leider nirgends mehr platzieren, weil ich hier einiges an Verpackungsmaterial jetzt mal bereitgelegt habe, um euch einfach zu sagen, was da auch ganz wichtig ist und weswegen man früher oder später auf eine Nische umsteigen soll. Ich verliere jetzt noch ein paar Worte zur Nische. Am Anfang kann man so einen Shop machen, wie wir damals beim RMK-Shop, wo man alles verkauft. Wir haben es halt nur gemacht, um den Umsatz schnell hochzutreiben, um den Gewinn schnell hochzutreiben. Haben wir alles angeboten. Aber man kann, am Anfang kann man das machen, natürlich um die Nische zu finden. Aber dann sollte man sich auf eine Nische spezialisieren. Und warum auch das mit dem Versand zusammenhängt, das zeige ich euch jetzt. Grundsätzlich seht ihr mal, ich habe hier jetzt ein paar Sachen rausgeholt. Das habe ich jetzt 6 von vorne hergeschleppt. Das sind Kartons für unsere Rechner, für die HP 8000er. Also die sind fast so einen Meter hoch und ja, der Wind geht. Und ja, wie gesagt, da haben wir für die großen PCs, für die Stand-PCs, für die etwas kleineren Stand-PCs. Dann haben wir hier Luftpolsterumschläge in klein. Die kann man auch beprinten mit dem Drucker. Zum Beispiel perfekt für Yu-Gi-Oh-Karten, Module. Puh, was kann man noch alles reingeben? Ja, auch, wir haben auch mal Werkzeug verkauft zum Beispiel, das kann man auch da reingeben, ein Bohrer zum Beispiel. Dann haben wir hier die gleiche Version, ein bisschen größer, kann man auch mit dem Drucker beprinten. Dann haben wir hier für Mäuse zum Beispiel, kann man hier reingeben. Natürlich mehrere Module könnte man hier auch reingeben, wenn man es in der Schachtel verschicken will. Dann haben wir hier noch eine sehr ungewöhnliche Schachtel, hier verschicken wir eine gewisse Art von Druckerpatronen, die wir in unserem großen Shop anbieten, die passen genau hier rein. Natürlich immer alles mit Luftpolsterfolie. Wartet ganz kurz, hier habe ich eine Luftpolsterfolie, einen Moment. Eine kleine Version davon, gibt auch größere Versionen. Mein Kollege, der halt verpackt, hat gesagt, er will, wenn er viel Spiele verpackt, braucht er die kleine Version. Bei den Rechnern gibt es eine große Version, die steht draußen. Also wir haben da vorne noch einen Eingangsbereich, da steht die Luftpolsterfolie, die braucht einfach so richtig viel Platz. Die ist so einen Meter hoch und die holt er sich rein, wenn er zum Beispiel Rechner verpackt. Und ja, wie gesagt. Dann, was haben wir hier noch? Auch sehr, sehr spannend. Schaut aus wie ein normaler Zettel, kann man aber in den Drucker geben und dann hat man hier so ein Printing. Ich hoffe, ich kann es jetzt runternehmen, so eine Etikette. Man druckt dann bei Hermes, einen Moment. Man druckt dann bei Hermes das Ding da drauf, es biegt schon meinen Finger, wie ihr sehen könnt. Und dann beispielsweise kann ich es hier, ich klebe es wieder hier drauf, dass ich hier nichts verschwende. Drucke ich es mit der Adresse rauf auf mein Paket und fertig, verschickt das. Ich habe euch einen Link auch reingepackt zu Hermes. Gerne kann ich auch nachher kurz mich noch bei Hermes einloggen und euch das zeigen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall habe ich euch den Link zu Hermes unten in die Infobox gepackt, wenn ihr da online das machen wollt. Da kostet es außerdem 1 Euro weniger. Ihr könnt euch direkt die Adresse so printen lassen und drauf kleben. Ist auf jeden Fall nice. Was ich euch auch empfehlen könnte, ihr braucht den richtigen Drucker. Die Teile kann man auch in den Drucker geben und wenn es ein richtiger Drucker ist, der für das geeignet ist, dann printet er gleich das Logo hier drauf mit Adresse und absenden Empfänger drauf. Muss man nicht machen zu Beginn. Wie gesagt, der Druck ist nicht ganz günstig, das kann man hier auch machen und die Einstellung muss auch passen. Also das erstmal zu dem. Die Schachtel hatten wir auch schon. Und dann haben wir hier noch eine andere Schachtel für ein anderes Produkt. Das ist eine Faltschachtel, die kann man auch nehmen. Wir kaufen, wie gesagt, immer enorm viele Mengen. Wir haben von dem Karton hier, haben wir solche Bundles, haben wir noch 50 Stück unten, von dem noch 50 Stück. Wir kaufen fast immer für das ganze Jahr vor, um einfach einen guten Preis zu bekommen. Und was ich euch dann auch noch zeigen kann, ich würde hier auch auf den Preis Wert legen. Natürlich, Klebeband, sehr, sehr viel Klebeband. Das ist jetzt nur das, was noch herin ist. Wir haben unten noch 6 Kisten, wo jeweils 15 solche Dinge drin sind. Und das kommt dann in so einen Handroller. Ihr wisst, wie das aussieht, wenn ihr in einer Firma arbeitet, habt ihr das schon mal gesehen. Und ja, wie gesagt, würde ich mir auch in großen Mengen gleich kaufen, weil es einfach günstig ist, wenn ihr sagt, okay, ich starte gerade, ich kann mir das nicht in großen Mengen kaufen. Dann kauft euch eine so eine Rolle, die kostet irgendwie, weiß ich nicht, eine Rolle vielleicht 5 bis maximal 10 Euro. Da kommt die aber ewig lang aus, wenn ihr das nur im Kleinen macht, wie gesagt. Würde ich euch nur raten. Und warum hat das Ganze jetzt mit meiner Nische zu tun?
Okay, da kommen jetzt wieder, wenn ich jetzt nur in der Kartennische bin und ich verkaufe nur einzelne Karten, dann brauche ich einfach nur diese Verpackung. Ich kann meinen Drucker anpassen, ich kann alles anpassen für meine Einzelkarten, that's it. Und vielleicht noch, okay, wenn ich jetzt sage, ich verkaufe noch irgendwie mehr Displays oder Decks oder irgend sowas, dann kann ich mir noch so eine Faltschachtel zulegen, wo das auch noch Platz hat. Dann habe ich zwei Varianten, mit denen decke ich meinen ganzen Versand ab. Was ist, wenn ich jetzt 1000 verschiedene, oder in Anführungszeichen 1000 verschiedene, ihr wisst, was ich meine, wenn ich jetzt ein paar verschiedene Artikel habe, dann brauche ich, wie wir, seht ihr, was wir da haben, wir haben hinten noch sehr, sehr viele spezielle Schachteln. Wir haben zig verschiedene Dinge, das wird immer teurer, immer schwerer und die Drucker müssen natürlich dann auch umgestellt werden. Weißt du, was ich meine? Also wisst ihr, was ich meine? Also, wie gesagt, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich auf Nischen zu spezialisieren. Natürlich, wenn man das Ganze im riesengroßen Stil macht, dann hat man so und so wie wir alles da. Und auch von Luftpolsterfolien haben wir verschiedene Größen da, weil es einfach dem Mitarbeiter mehr gefällt so. Ja, ich hoffe, er sieht das und weiß, wie sehr ich ihn schätze. Auf jeden Fall wollte ich euch das nur ganz kurz zeigen. Sehr, sehr interessant, denke ich, für euch. Und jetzt kann ich euch noch ganz kurz zeigen am Computer, wie gesagt, wie man so ein Printing macht. So, meine Freunde, da es noch kein Video auf meinem Kanal gibt, wo ich halt das zeige, wie man sich bei so einem Versanddienstleister anmeldet, beziehungsweise wie man so eine Etikette druckt, mache ich das natürlich jetzt ganz kurz in dem Video mit euch durch. Ich habe jetzt einfach Hermes gewählt, das ist einfach zufällig gewesen, wie gesagt. Könnt ihr einfach bei Google hermes.de eingeben oder ich packe es euch einfach nach unten in die Infobox, wie ihr wollt. Klickt da drauf, geht hier auf kostenloses Konto erstellen. Und hier müssen wir natürlich unsere persönlichen Daten eingeben. Das brauchen wir jetzt nicht Schritt für Schritt durchgehen. Das mache ich jetzt ganz kurz. Ich haue jetzt kurz einen Cut rein, füge das ein, sonst muss ich wieder alles ausblenden. Das ist nervig. Und deswegen, ja, melden wir uns jetzt kurz neu an. Ich mache das ganz neu mit euch mit. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, nachdem wir uns jetzt registriert haben, ich habe mich hier mit Test-User 123456789 registriert, um euch das einfach zu zeigen. Natürlich müsst ihr dann noch kurz eure Mail bestätigen, ist ganz normal und dann seht ihr hier das Dashboard so vor euch. Hier könnte man die eBay-Adressen importieren bzw. eBay anbinden, würde ich euch eben raten, geht viel einfacher, habt ihr dann gleich die Versandadressen drin, braucht das nicht abtippen. Kann ich euch jetzt nicht zeigen, da ich unsere ganzen eBay-Accounts, die wir irgendwie besitzen, schon angebunden haben, geht aber enorm, enorm einfach. Ihr braucht nur draufklicken, euren eBay benutzen, am Passwort eingeben, das ist wirklich selbsterklärend, könnt ihr jederzeit hier machen. So, was ist, wenn ich jetzt einen Paketschein erstellen will? Dann klicke ich natürlich hier unten auf Paketschein erstellen. Und dann sehe ich hier meine Auswahl. Das habe ich jetzt. Hermes Päckchen wäre längste plus kürzeste Seite 0 cm bis 37 cm. Also ihr messt mit einem Rollmeter, so heißt das bei uns in Österreich. Ich glaube in Deutschland auch, messt ihr die längste Seite und die kürzeste Seite ab. Und wenn die nicht 37 cm entspricht, dann, also unter 37 cm ist, dann seid ihr im Hermes Päckchen drin. Maximal 25 Kilo, 50 Euro Haftung. Ist eigentlich eine coole Aktion, kostet 4,30. Dann ein S-Paket, ja, bis 50 cm, dann ein M-Paket bis 80 und 120. Hier sind die Preise. Jetzt sagen wir mal, okay, wir haben jetzt so ein Päckchen. Dann geben wir natürlich hier einfach einen Test ein. Das mache ich jetzt ganz kurz, damit wir auch die Etikette dann bekommen. Test 1000 ist ein origineller Name, würde ich sagen. Genauso wie Teststraße 1. Postleitzahl, irgendeine deutsche, die hat 5 Stellen, genau. Ort, Test. Und dann E-Mail, Mobilnummer, Empfänger eingeben. Ja, okay, das brauchen wir nicht. Dann wäre hier meine Adresse. Das blende ich natürlich wieder aus, weil das ist sogar meine deutsche Anschrift. Und hier ist auch noch eine coole Option, wenn der irgendwie sagt, okay, ich habe eh einen Hermes-Paketshop in der Nähe und so weiter, könnt ihr euch nochmal 60 Cent sparen, kreuzt das einfach an, habt ihr 60 Cent nochmal gespart. Hier unten geht es weiter, jetzt gehen wir auf Paketschein erstellen und dann einfach nur noch hier auf Paketschein drucken, aber seid da bitte vorsichtig, dass im Drucker das richtige Papier drin ist, wenn ihr es kleben wollt, nur wenn ihr es kleben wollt. Das Klebepapier gibt es bei Amazon ganz günstig, ich habe enorm günstiges gefunden, verlinke ich euch unten einfach, falls ihr das haben wollt. Und jetzt drucken wir das Ganze und dann zeige ich euch vor der Cam noch ganz kurz, wie das dann schlussendlich aussieht, beziehungsweise wie man das dann aufs Paket aufbringt. Und das war es eigentlich schon, das war eigentlich eine kleine Automatisierung, wenn man sagt, okay, ich verbinde dann eBay noch, dann wird das automatisch reingespielt und kann das dann viel einfacher. Man muss natürlich überprüfen, ob eBay das richtig einspielt, aber zu 90% passt das. Und dann hat man schon so ein kleines, eine kleine Automatisierung drin, meiner Meinung nach. Wie gesagt, jetzt drucken wir das und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Freunde. So, meine Freunde, so kommt es dann aus dem Drucker raus. Ich habe das jetzt schon abgenommen, weil sonst habe ich nachher wieder Probleme. Das heftet ihr dann in einem Ordner ab. Dieses Teil da, was ihr hier seht, da bekommt ihr noch eine Quittung vom
bei der Hermes-Station sozusagen. Die könnt ihr dann da reinkleben und dann seht ihr auch genau die ganze Tracking-Nummer, wo ihr das alles tracken könnt. Habt ihr online dann auch nochmal, aber das könnt ihr euch schön abheften und habt alles. Und dieses Ding müsst ihr abziehen oben, es klebt schon wieder richtig an meinen Fingern. Ich habe einfach Absender und ID durchgestrichen, einfach aus Datenschutzgründen hier unten auch. Und dann habt ihr zum Beispiel hier das Paket und dann klebt ihr das einfach, wenn es mit einer Hand geht, schön hier drauf, bringt das zu Hermes. Das klebt, das kann man da ganz easy abziehen. Wie gesagt, die Teile habe ich euch verlinkt, weil da gibt es nämlich da gibt es nämlich einige, die sehr teuer sind und einige, die einfach günstig sind und die passen ja genauso aus. Ich weiß nicht, was da das Problem dran sein soll. Und der scannt das dann einfach ab bei Hermes und das war's. That's it, also richtig, richtig cool. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen weitergeholfen, gefallen und ihr konntet ein bisschen Nutzen rausziehen. Ich zeige euch jetzt noch kurz am Rechner, wo man das dann anschauen kann, wenn man das jetzt zu Hermes gebracht hat. Da wird die Tracking-Nummer freigeschalten und das zeige ich euch noch ganz kurz. Jetzt habe ich das Paket zu Hermes gebracht, beziehungsweise die Pakete, und jetzt will ich, vielleicht ein Kunde sagt zu mir, okay, ich will die Tracking-Nummer, wo man die jetzt manuell findet, zeige ich euch gleich. Für normal, wenn ihr das mit eBay verknüpft habt, dann wird die richtig eingespielt, aber wenn jetzt irgendwas schief gegangen ist und ihr wollt das nicht verknüpfen, dann zeige ich euch das ganz kurz, wie ihr das finden könnt. Ihr geht hier oben auf euer Kundenkonto sozusagen, dann seht ihr wieder diese Übersicht und dann einfach Versandübersicht hier bei meinen Sendungen. Und dann seht ihr schon, die Sendung, die wir gerade erstellt haben vorher, Empfänger, Test, Ziel Deutschland und so weiter, um 13:30 habe ich die jetzt erstellt, jetzt ist 13:30 und der Status ist natürlich noch nicht bekannt, weil ich es noch nicht abgegeben habe, weil ich es auch nicht abgeben werde. Bezahlt ist es schon worden, also die 4 Euro habe ich jetzt gesponsert fürs Video und jetzt geht man hier auf Sendung verfolgen, wenn man es halt verfolgen will, wenn der Status schon bekannt ist. Und hier ist noch nichts bekannt, da steht einfach 2 Stunden nach Abgabe, dann könnt ihr aber hier einfach auf Sendung suchen klicken oder die einfach hier rauskopieren und dem manuell senden bei eBay, wenn einer nachfragt, und sonst einfach hier auf Suchen klicken und dann kommt halt das übliche Fenster, wo halt steht, wo sich das Paket gerade befindet. Wie gesagt, ich wollte euch nur ganz kurz zeigen, Step für Step, wie ihr dorthin kommt, und jetzt sage ich euch noch, wie ihr die Versandkosten berechnet. Grundlage dazu ist das Hermes-Päckchen, das wir hier nehmen. Einfach natürlich, wenn ihr jetzt ein M-Paket habt, dann nehmt statt dem ersten Preis, den ich euch jetzt dann nenne, nehmt halt einfach das M-Paket, aber ansonsten ist alles gleich. So, meine Freunde, ich habe jetzt hier einen Editor aufgemacht, damit wir das alles kurz durchbesprechen können. Einige wichtige Dinge sind schon noch zu beachten. Man darf jetzt nicht einfach nur das Hermes-Päckchen für 4,30 verlangen, sondern dazu kommt noch Verpackung. Was meine ich unter Verpackung? Da fällt einfach rein, okay, ich kaufe jetzt 1000 Schachteln, zahle einen gewissen Preis, wie viel kostet mich eine Schachtel? Plus Klebeband. Und hier habe ich auch noch Abnutzung. Was meine ich damit? Ja, das Messer, oder mit dem ihr das auch verpackt, auch mit dem Roller, der wird auch mal hin. Das kann man da auch einberechnen. Da würde ich auch einen gewissen Prozentsatz einberechnen. Bei der Verpackung einfach das Teilen, Durchteilen, dann einberechnen. Zum Beispiel hier haben wir jetzt, ich sage es nur mal grob, 0,50 Euro. Dann bei der Abnutzung rechnen wir auch nochmal 0,50 Euro, also 50 Cent sozusagen Arbeitszeit. Wenn ihr die von euch selbst irgendwie berechnet, dann wählt dann Wert, wie lange ihr pro Paket braucht. Sagen wir mal Arbeitszeit, ja, 2 Euro. Fürs Paket braucht ihr vielleicht eine Minute ungefähr, wenn ihr das Zeug schön parat habt. Die Transportkosten kann man auch berechnen, wie weit fahrt man dann, wie viele Pakete hat man im Schnitt dabei und so weiter. Dann nehmen wir einfach nur jetzt zum Beispiel 1 Euro. Dann könnte man noch berechnen Strom, Mitarbeiter, Refund und Beschädigung. Wenn was zurückkommt, ist auch die Verpackung beschädigt, dann müsste man hier auch wieder was aufrechnen. Aber diese Dinge klammere ich mal aus. Strom wird bei euch weniger das Problem sein, genauso wie Mitarbeiter, Refund und Beschädigung haben wir unter 1%. Also eher auch nicht, ich habe es ja nur hingeschrieben, es gibt noch ein paar Dinge, die man berücksichtigen kann, Heizung zum Beispiel auch und alles mögliche, wie gesagt, da könnte man 1000 Dinge berücksichtigen, die man dann noch mit einrechnet, aber für euch in Anführungszeichen kleinere nebenberufliche Reseller ist das unwichtig. Ganz, ganz wichtig ist, dass ihr eure Verpackung mitberechnet, ein bisschen Abnutzung würde ich auch mitberechnen, einfach so 50 Cent. Eure Arbeitszeit, auch wenn es nicht von einem Mitarbeiter ist, mit 1 bis 2 Euro für die Minute, was ihr braucht fürs Paket, würde ich schon berechnen. Und die Transportkosten, je nachdem, wie weit ihr fahren müsst. Dann kommen wir statt 4,30 hier auf 8,30, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auf 8,30. Und dann würde ich irgendwie so, ja, 8,49 würde ich dann nehmen und fertig. Das würde ich dann einfach angeben. Kommt halt drauf an, zum Beispiel ihr nehmt jetzt nur einen Brief,
dann reduziert sich das natürlich je nachdem, wie dick der ist, auf 1,30 und die Verpackung hier irgendwie so auf 15 Cent, weil die Briefe sehr, sehr günstig sind. Abnutzung habe ich beim Kleben, beim Zusammenkleben, wenn der so ein selbstklebendes Ding hat, gar nicht. Die Arbeitszeit reduziert sich vielleicht auch auf wirklich 10 Sekunden, weil das sehr, sehr schnell geht. Einfach rein, raufkleben mit der Etikette, wie ich euch gezeigt habe. Transportkosten, die bleiben eigentlich gleich, sind aber auch sehr, sehr hoch angesetzt. Aber dann wären wir hier nur bei 2,80, 2,95 oder so für einen Brief, wo ihr ein Modul verschickt. Also da müsst ihr halt abwägen. Bei einem L-Paket seid ihr halt wieder drüber, da drunter und so weiter. Ich würde mir einfach für mich selbst so eine kleine Liste machen. Was zahle ich für ein Hermes-Päckchen, was für ein S-Paket, was für ein M-Paket und was für ein L-Paket. Das würde ich mir einfach auf einen Zettel drucken, hinlegen und dann bin ich auch viel schneller beim Einstellen, wenn ich jetzt auf eBay sage, okay, der Rechner muss jetzt in L-Paket. L-Paket schaue ich auf meine Liste, Versandkosten innerhalb Deutschlands, weiß ich nicht, 9,99, dann verlange ich die 9,99, weil ansonsten stellt euch vor, ihr vernachlässigt das Ganze hier und rechnet nur das Päckchen oder das Paket oder den Brief, dann habt ihr auf Dauer bei 100 Pakete sicher schon einfach mal 150 Euro in den Sand gesetzt, die euch aber dann auch fehlen. Natürlich, ihr müsst ihr das Zeug ja auch einkaufen. Also eure Arbeitszeit müsst ihr nicht unbedingt mitberechnen. Bei einem Mitarbeiter müsst ihr es unbedingt berechnen. Bei euch selbst könnt ihr sagen, okay, meine Zeit ist mir nichts wert, berechne ich nicht mit. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen weitergebracht und hat euch gefallen. Und ja, jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Zusammenfassung. Dann gibt es noch ein Gewinnspiel und dann gibt es noch die Vorschau fürs nächste Video, meine Freunde. So, meine Freunde, wie ihr sehen könnt, ist mir schon ein bisschen kälter geworden. Ich habe jetzt einen Pulli angezogen und habe hier eine Figur dabei. Und ja, jetzt fassen wir das erst zusammen und dann zeige ich euch, was mit der Figur auf sich hat. Ich habe nämlich dann noch was für euch am Start. Zusammengefasst solltet ihr in diesem Video mitnehmen, wie könnt ihr euch am besten strukturieren. Nehmt euch Körbe, strukturiert das Ganze, schaut, dass ihr so wenig Handgriffe pro Artikel wie möglich macht. Druckt euch Versandetiketten aus, trackt das Ganze. Fokussiert euch schlussendlich auf eine Nische. Am Anfang könnt ihr zum Testen, wenn ihr es nicht wisst, auf welche Nische, dann streut das Ganze in dem Shop. Aber ihr seht, man braucht sehr, sehr viele verschiedene Verpackungsmaterialien, man braucht einfach länger, deswegen ist eine Nische sehr, sehr wichtig. Und deswegen würde ich euch jeden raten, vielleicht in ein bis zwei Nischen, die verwandt sind, reinzugehen und nicht alles Mögliche zu verkaufen. Kann man natürlich auch machen, würde ich halt nicht machen. Erstens mal aus diesem verpackungstechnischen Grund, zweitens mal aus dem Grund, weil man einfach nie der Beste auf dem Gebiet werden kann. Und ja, ich hoffe, ihr habt auch das mit der Fotobox mitgenommen, dass man einfach eine Handy-Schachtel nehmen kann. Man kann natürlich auch diesen Kollegen nehmen. Und jetzt kommen wir auch direkt zu ihm und zur Fotobox. Ich habe mir gedacht, okay, ich verlose so ein Fotobox-Starter-Kit. Das bedeutet, liked das Video, abonniert den Kanal und kommentiert einfach, wie ihr das Video gefunden habt. Da nehmt ihr teil. Ich werde die Verlosung direkt beim nächsten Video machen, davor. Da gibt es dann auch wieder eine Verlosung. Ich werde das jetzt ein bisschen so durchziehen. Ihr gewinnt so eine coole Figur, natürlich eine neue, nicht meine. Und ihr gewinnt eine Original-Fotobox, in Anführungszeichen eine Original-Fotobox. Einfach eine Fotobox gewinnt ihr, die wir auch verwenden. Kostet so ca. 80 Euro plus diese Figur 20 Euro, also ungefähr 100 Euro für das Gewinnspiel. Ihr bekommt aber nicht den Joker, sondern ihr bekommt eine andere, die ich dann aussuche einfach. Einfach für euch. Seid da gespannt drauf, welche das wird. Und natürlich eine Fotobox bekommt ihr von mir, einfach um euch den Start noch ein bisschen zu erleichtern. Vielleicht gefällt es den einen oder anderen. Wie gesagt, liken, kommentieren und natürlich Abonnent von dem Kanal sein, dann nehmt ihr teil. Und ja, das war es jetzt mit diesem extrem langen Video. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich hoffe, ihr konntet das mitnehmen, ihr konntet das lernen, meine Freunde. Das wäre mir am allerwichtigsten. Und ja, welchen Tag haben wir eigentlich heute? Dienstag natürlich, weil die Videos immer am Dienstag kommen. Ich bin schon enorm verwirrt. Und am Anfang habt ihr mal die Uhr gesehen, da war es 11 Uhr. Und jetzt haben wir schon 3:30. 3,5 Stunden gearbeitet an dem Video jetzt. Und jetzt musste noch gecuttet werden. Alles zusammengeschnitten, also nochmal 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und ja, wie gesagt, greift euch auch die Xbox One Codes ab. Wäre schade, wenn die einfach verloren gehen würden. Und ja, schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Ich wünsche euch einen angenehmen Dienstag. Folgt mir auf Instagram, erstellt euch zur Not einen Account. Kommt in die Facebook-Gruppe, mit anderen Resellern zu diskutieren. Alles unten verlinkt. Auch ein gratis Holvi-Konto für alle, die anfangen wollen zum Resellen, ist unten verlinkt, wo ihr eine Kreditkarte alles for free bekommt. Checkt das definitiv aus. Vielleicht will der ein oder andere auch in den Member-Bereich kommen, ist auch unten verlinkt. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt, meine Freunde. Mir ist enorm kalt geworden. Und ja, ich werde mich jetzt verziehen.
Ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer René.